darf Sie sehr herzlich im Bongabest begrüßen, darf ein ziemlich spannendes Kollektiv vorstellen, Fly Magic mit Namen, ein Kollektiv mit Musikern aus Deutschland, Japan, Österreich, die sich allesamt aus New York kennen. So klein wird die Welt. Ein hervorragendes Ensemble, ich darf die Musiker vorstellen. Sie hören Sebastian Merck am Schlagzeug und jetzt ist die große Herausforderung, Sie hören Keisuke Matsuno am Gitar. Keisuke Matsuno, richtig ausgesprochen, oder? Man könnte nämlich auch das U betonen, so wie es im Folder steht. Sie hören Matthias Pichler am Kontrabass, ein wunderbarer Bassist aus dem fernen Tirol, der mittlerweile in Berlin sich niedergelassen hat und, wie man hört, nach New York übersiedeln wird. Genau, die Band hat sich zwar in New York kennengelernt, aber nicht deswegen, weil eben dieser Bassist dort gelebt hätte, sondern weil einfach die Berlin-New York-Innsbruck-Connection offensichtlich ganz gut funktioniert. Also Matthias Pichler am Schlagzeug und Timo Vollbrecht ist der Kollege, der eigentlich der Bandleiter ist und der spielt Tenorsaxophon. Fly Magic, viel Vergnügen.
Vielen Dank, schönen guten Abend auch von unserer Seite. Wie schon erwähnt, ist das hier die Band Fly Magic. Und ich sage ganz kurz die Band nochmal an. Wir haben Keisuke Matsuna an der Gitarre.
Matthias Pichler am Bass, Sebastian Merck am Schlagzeug. Mein Name ist Timo Vollbrecht und wir haben euch und Ihnen heute Abend, danke. Und wir haben euch und Ihnen heute Abend ganz viel eigene Musik mitgebracht. Eigen, weil wir sie selbst geschrieben haben und außerdem, weil sie hoffentlich auch ein bisschen eigen ist. Wir werden sehen und laden Sie ein auf eine klangmalerische Reise in ganz verschiedene Welten. Die erste Welt war inspiriert von meinem Großvater, der Konditor war. Und egal, wo ich auf der Welt gewohnt habe oder gerade war, vor allem zur Weihnachtszeit und auch in den kalten Monaten, mir immer Pralinen irgendwo hingeschickt hat. Und das Stück hieß Truffles. Als nächstes spielen wir einen Song, der heißt A New York Love Affair. Das ist selbsterklärend. Und genau, wir wünschen Ihnen viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Das war eine Komposition von mir mit dem Titel Paco und es ist dem berühmten spanischen Flamenco-Gitarristen Paco de Lucía gewidmet. Ich habe ein spanisches Herz und eine Zeit lang in Barcelona gelebt und hatte dort die Ehre, mit einigen Flamenco-Musikern spielen zu dürfen und habe mich in Paco verliebt. Und hat man vielleicht in der Endversion dieses Stückes nicht unbedingt gehört, aber es basiert auf einer Sevillanas von ihm, ein Tanz. Genau. Wir spielen ein Stück, es hat einen spanischen Namen, das heißt Espacio, also Raum. Und wenn man in New York lebt, dann fehlt einem das manchmal. Deshalb muss man es sich kreieren. Und genau, das probieren wir jetzt kurz mal aus. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Ein Stück spielen wir noch und dann machen wir eine kleine Getränkepause. Also wir machen eine Getränkepause. Sie dürfen auch weiter trinken. Wir haben eine CD mitgebracht, die ist ziemlich neu. Also sie ist letztes Jahr rausgekommen, aber das Jahr ist ja noch jung. Dementsprechend ist sie noch sehr neu. Und die haben wir mit. Die gibt es entweder oben für 15 Euro oder bei uns direkt auch für 15 Euro. Wir signieren sie auch gerne, haben nur keinen Stift dabei, aber das kriegen wir bestimmt hin. Also gerne einfach zu uns kommen. Wir geben unsere Musik gerne weiter. Das letzte Stück ist ein Stück, das heißt Sloth Chops. Und The Sloth ist Englisch für Faultier. Und das Faultier ist ein bisschen eins unserer Idole. Denn wir glauben, dass die Geheimwaffe des Faultiers, nämlich das Gewinnen durchs Chillen, sehr erstrebenswert ist in unseren Höher-Schneller-Weiter-Gesellschaften und dass ganz viel Kreativität in der Ruhe der Kraft liegt. Und deswegen haben wir dieses Stück kreiert. Und das heißt Sloth Chops. Genau, viel Spaß.
Dankeschön, bis gleich.